Hallo und willkommen zurück zu Mega Man Battle Network 3 Blau Customized. Oh, es gibt eine erweiterte Version, so als quasi das DLC dazu. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir können problemlos weiterspielen. Die schlechte, Roxas weiß, wo ich wohne. Aber so schlimm ist es doch nicht. Du kriegst nur fünfmal Fäuste auf die Fresse, aber ansonsten wird nichts passieren. Du wirst gar nichts merken. Ja. Komm, am besten, wenn ich schlafe, da kriege ich nichts mit. Lass das Fenster offen. Da bin ich mal gespannt, wie du da hochklettern willst. Nee, den Witz wirst du nicht kapieren. Übrigens. Hey, der Maul. Den habe ich schon irgendwie vermisst. Übrigens, oh, wie du ihn ausgetrickst hast. Übrigens, neue Fläche, auf die wir kämpfen. Sand. Ja, komm genau dann hoch, genau. Naja. Immer dann, wenn man es nicht braucht, nicht wahr? So mustert, so mustert. So, das war ein Konter, sehr schön. Hey, der kann auf den Sand gar nicht seinen Angriff machen. Well, vielleicht weil der Sand so weich ist und den dann runterdrückt in den Sand, dass da. Ja, ja. Naja, gut. So. Lockenlol. Lockenlol. Hallo, ich bin Lock und ich bin Lol. This is Jackass. So, komm her, Mithul. Komm her. Komm her. Du findest die Ehre im Tod. So, und vor und Gutsy Boy. Ich werde dir nur zeigen, gut, was wahre Guts ist. Ja, ganz genau. So, jetzt kämpfst du mit Kraft. Das ist Guts. Das ist Guts. Das ist Guts. Das und nichts anderes. Irgendwo hier. Oder beim anderen Fernseher, das kann auch sein. Es gibt hier nämlich noch einen anderen Fernseher. Und ich habe eine weitere Mail. Ja, du hast eine Mail. Von Mail? Von Dad. Nein, von Vater. Ich möchte dir nur mal kurz die Regeln zum Navi Customizer erzählen. Regel Nummer 1. Never tell your parents. Das Programm teile die Memory Map Command Leiste nie berühren. Und Regel Nummer 2. Pluspartikel müssen im Viereck, die sind ein Viereckpaket und dürfen nicht die Linie betreten, die zum Customizer führt. Regel Nummer 3. Du kannst dieselben Farben nicht nebeneinander einfach so programmieren. Erinnert euch daran und dann kannst du deinen Run-Button auch schön benutzen und Mega Man wird nichts passieren. Wenn du das nicht machst, dann wirst du einen Bug kreieren. Also, und vor allem, wenn die Farben, die du benutzt, nicht deinem Style entsprechen, wird dein PET nicht mehr starten. Weil du einen Error bekommst. Und außerdem, vergiss nicht den Extra-Folder, deinen Extra-Folder. Du kannst den mit deinem Extra-Folder equippen, aber du kannst auch mit dem Extra-Folder, wenn du den nicht zu Extra-Folderst. Richtig. Es ist quasi extra. Well, that just happened. Ja, shit happened. Most of the time on the toilet. So. Sieht aus, als wäre jeder schon gegangen. Beweil dich. Mit der jungen Dame hier, die wir gleich sehen werden, hier, mit der können wir kämpfen. Und cool. Vielleicht erkennst du schon bei der Frau, was Metal sie für ein Netnavi hat. Was? Metal Man. Wer weiß so viel, der muss geschlachtet werden. Willkommen. Such dir ein paar Souvenirs aus. Hey, Kind, du hast einen coolen PT. Ich kann dir... Was? Ich kann dir erzählen, du musst ein ziemlich heißer Netbettler sein. Was sagst du? Möchtest du mit Tamako kämpfen? Was sagst du? Der Prinzessin von Urain? Was sagst du dazu? Aber glaub nicht, dass ich es dir leicht mache, mich zu besiegen, nur weil ich eine Frau bin.
heiße Hi. Sache das. So, fangen wir so an. So sieht Metal Man nicht aus. So sieht er hier aus. Lüge, Verrat und Sturm. Okay. Wow, wow. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, was er drauf hat. Nämlich das, was du nicht drauf hast. Ah, oh Mann. Das geht doch gar nicht. Doch, eigentlich schon. Hier, friss. Oder nicht? Ja, friss, mir doch scheißegal. Ich hab ne Kanone auf dich gescheuert. Oh, ich hab verfehlt. So. Aber so sieht Metal Man nicht aus. So, jetzt probiere ich mal was. Ich bin Godsman. Ich mache alles zu Gods. Funktioniert in dem Fall nicht. Doch. Du hast dir nur das Leben gerade ziemlich schwer gemacht. Nee, ich wollte eigentlich irgendwie hoffen, dass Zahnräder zerstört werden. Ja. Nee. Gott, bist du bescheuert. Aber du könntest jetzt das, du könntest jetzt das Loch aktivieren, damit die Scheibe hinten stecken bleibt. Außer du bist zu langsam. Das geht natürlich auch. So. Siehste, jetzt hast du keine Probleme mehr. Kannst du quasi alles machen. Es sei denn, du lässt dich immer wieder von einem treffen. Du kannst, warte, ja, du kannst Gutsman doch benutzen. Oder du kannst verfehlen, das geht auch. Du hättest eigentlich Gutsman benutzen können, dann hättest du Bird machen können. Hä? Oh. Jetzt habe ich, hello. Und darauf musst du halt achten. Weil jetzt ist das Ding wieder befreit. Gutsman! Ich kotz dich voll, Mann! Runter. Aber das ein fliegender Chip ist, würde ich nie. Oh, oh! Er fliegt doch nicht! Der hat jetzt eigentlich voll den Vorteil gehabt, aber jetzt hast du alles versaut. Na, mach doch! Nö. Oh, mole. Holy moly! Oh, hat dich erwischt, wie konnte das nur passieren? Ne, 10 Abchip würde jetzt nicht helfen. Der macht nämlich mehr als 20 Schaden, glaube ich, war es. 20 oder mehr. Oh, oh nein! Trotzkopf hat dir nicht geholfen. Trotzkopf? Nee, siehst Trotzkopf du, ich habe es dir doch gesagt, dass du nicht stark genug gegen Metal Man bist. Ja, ja, scheiß Schlampe. Die Fähigkeit, nicht unter einen HP zu fallen, heißt im Kingdom Hearts Trotzkopf, deswegen nenne ich es immer Trotzkopf. Achso. Hier ist, glaube ich, irgendwie nichts. Gut. Das ist ja die Fähigkeit Dickschädel, die nur deine Teammitglieder können. Also, da sind sie alle. Gut, wir haben es noch geschafft, bei jedem anzukommen. Okay, wir gehen nun in den Zoo. Yay, woo! Seid sicher, dass ihr die Regeln folgt und tut die weg. Nicht die Tiere füttern. Genau! So. Ich gehe und führe Shizao etwas rum. Lass uns später zum Essen treffen. Ist es da eigentlich dabei? Ich dachte, das wäre ein Schulabflug. Ja, aber vielleicht durfte Dex seinen Bruder mitnehmen. Hat er Lehrerin vorher gefragt. Kann ja sein. Vielleicht. Okay, wir sehen uns später. Ein Kling Mega Man an einem Ticketautomat. Power hoch! Ist überhaupt nicht verboten oder so. Ist es auch nicht. Regular Hub 1. Ich spiele nicht. Stimmt. So, wen haben wir hier? Ratte und Kubaga. Ratatouille. Nee, Boomer heißt er. Boomer. Boomer. Boomer, was für ein Nebengeschossen. Du hast jetzt 2 Chips für den verwendet, obwohl du einfach nur 2-mal drauf schießen müsstest. Bei dem Gegner die Felder ist natürlich richtig asshole-like. Los, kill it, kill it, miau! Gut. Wer der okay. Fisch auch rasiert. Wo hast du diesen bekackten Spruch eigentlich her? Ich guck sehr viel Unterhaltungsfernsehen. Hartz 4 TV. Hartz 5 TV, ich gehe schon eine Stufe weiter. Ach du Scheiße.
Double Delete, Triple Delete, Quadra Delete. Nee, das gibt's ja nicht. Delete. Penta Delete. Ja. Vor allen Dingen gibt's Vierfachlöschung, wenn nur drei Gegner auf dem Feld sein können. Geht schon. Geht schon! Irgendwie wird das schon funktionieren. Ja. Du hast Daten erhalten, Zennies. Okay. Okay, wenn man einen Gegner doppelt tötet. Quasi eine doppelte Vernichtung. So. Und im Zoo. Willkommen im Zoo. Der Zoo vom Zoo. Was soll das darstellen? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht gut aus. Nein. Mehr oder weniger. Eher weniger. Oh, guck mal, Gorillas. Die Gorillas sind die größten, stärksten Mitglieder der Affenrasse, Familie, da, bla, schnarcht. Sie sehen vielleicht böse aus, aber sie können eigentlich ziemlich nett sein. Sie leben im tropischen Dschungel und essen überhaupt noch normalerweise Früchte und Leben und nach Laub. Stimmt. Tut mir leid. Leaves war eigentlich auch ein Verb und ein Wort, aber ich hab's vergessen. Hey, großartiges Timing, Lan. Lass uns entscheiden, wo wir zum Essen gehen. Sieh dich mal um ein bisschen. Vielleicht kurz vor dem Löwengehege. Ja. Mein älterer Bruder verliert nie irgendeinen Wettbewerb, ja? Well, ist es wahr, dass der Kopf der Rücken der Kopf der Affen auf der Spitze der Bergen lebt? Ich möchte das wirklich mal herausfinden, mon ami. Nein, willst du nicht, so. Oh! Hier sind noch einige Gehege. Gehege. Hallo, ich bin Giraffe. Oh, ich bin das Mega Man. Kann man sich in irgendwelchen Computern hier einloggen? Hier habe ich noch nicht geguckt. Nee. So, dann gehen wir als nächstes. Das ist wie heutzutage die Leute, die mit ihrem iPhone rumrennen und sagen, wo krieg ich fricken Free WLAN her? So ist in diesem Spiel irgendwie so, wo kann ich mich einloggen? Ich frage mich, wo der Panda ist. Ich habe gehört, er soll hier irgendwo sein. Panda! Das ist ein Stück Holz. Bei einem Elefanten. Ja. Der Elefant sieht ein wenig traurig aus. Die Flamingos ebenfalls. Da ist ein Panda, der mit dem Arsch zu Leute zeigt. Und da sind die Löwen. Aber hier hinten. Und der Zaun für die Löwen ist überhaupt nicht zu klein. Weil Löwen können bekanntlich nicht hochspringen. Wie jeder weiß, sind Löwen nicht die Sprungexperten. Der Löwen schaut dich an, möchte dich fressen, hat dich gefressen, Game Over. Ja, ganz genau. Wäre doch auch cool. So, wir schauen uns mal jedes Tier jetzt noch an. Schlangen. Hey, Schlange. Koala. Koala. Eichhörnchen. Squirrels. So. Giraffe. Giraffe. Person, nein, mit dir. Person. Person. Parrot, Papagei, glaube ich. Vogel. 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 Und die Gorillas. Oh. Und ein Kondor. Ein Kondor. So, was sagst du nochmal? Gut. Ja, und nü? Ja, jetzt gehst du den Löwen. Und dann gehst du noch weiter. Lass mich raten, wir müssen das hier auch alles durchlesen. Blood Convenience. Groß, blau und schnarch, Unterhaltungsmedien. Ja, willkommen zurück zu Mega Man Battle Network RPG Edition. Customized. Customized kommt erst, wenn Mega Man wieder battlen darf. Also. Netbat quasi. Giraffen sind Das hatten wir ja schon mal mit dem Netbattlen. Ein bisschen Kleingeld. Was war? Der Kondor ist ein Kondor. Der Gorilla ist ein Gorilla.
Er lebt im Dschungel und frisst Mütter. Was? So, mit wem haben wir jetzt noch nicht alles gesprochen? Mein Junge ist irgendwie nicht da, mein Freund. Ja. Warte, hä? So, mit denen haben wir gesprochen. Hier. Hey! Giraffe. Hey, Giraffe! Giraffe! Ich habe eine Giraffe gesehen! So da! Ha! Mit dir noch reden. Boah, check this out! Ja, ja. Voll. Alles unwichtig jetzt. Hey, schau mal. Aber der Panda... Der Panda kratzt sich an seinen Arsch! Ah, jetzt. Komm schon, Löwe. Hä? Wo bleiben die denn? Ich glaube, wir sind die Ersten hier. Ja, ich denke. Also bin ich. Hier sind wir. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Also das waren bloß die Weiber. Ihr hattet euch aber männlich an. Ihr seid spät. Nun... wir haben nicht erwartet, dass du der Erste sein wirst, der hier wartet. Jetzt müssen wir nur noch auf Deck Sünchisau warten, mon ami. Hey, hast du was mitbekommen? Es gibt keine Affen. Unfassbar, kannst du das glauben? Nicht das. Ich meine, die Tiere hier haben ein bisschen Angst. Ach, das bildest du dir bloß ein. Die sehen ach, bloß. Was? Sie sind nur an Ort und Stelle festgeklebt und schauen auf den Boden und denken sich so, was mache ich denn mit meinem Leben? Ach, das bildest du dir nur schau ein. Schau dir doch den Löwen an! Du denkst bloß so, ein bisschen müde aus. Ich habe alles versagt. Nun, ich hab wilde Tiere schon mal in Netfrizia gesehen. Netfrikadelle! Also ist das gar nichts, mon ami. Nein, es gibt Afrika und es gibt Netfrika. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Foxy. Wow. Brüll. Brüll. Len. Keine Panik. Was hängt da? Oh, sorry. Die sind doch sicher in ihren Käfigen. Aber irgendwas stimmt nicht. Ihr seid solche Kindchen. Boah, ich wäre halt fast geschrien. Oh mein Gott. Ah. Brüll! Brüll bleib, mon ami. Ja! Len, was geht hier vor sich? Das sieht nicht gut aus. Wir. Dex wird gerade gefressen. Komm. Nein. Hilf mir! Es ist Shisao! Shisao! Len! Lass mich raten, wir müssen uns jetzt in den Kondo einklinken. Nein. Ja, nein. Ich tue etwas. Ich wusste es! Wenn wir ja wow. Wir müssen Shisao retten. Okay. Oh, wie, hallo. Okay, wir müssen hier weg, aber der Elefant versperrt uns den Weg und da ist auch eine Schlange. Das heißt, wir gehen hier. Wir gehen hier hinter. Boah, Snake Eater, Alter. So, dann. Oh, da sind Gorillas. Genau, die Leibwächter unserer Disco. Nein, Quatsch. Du kommst hier nicht raus oder rein. Das kannst du vergessen. Nein, das ist falsch. Verdammter Idiot, du Pissnäge, du Arsch. Hä? Hallo, sind wir Affen? Hier hinten ist ja noch ein Weg. Hey, der Zaun ist kaputt. Richtig. Es ist genau jener welcher Zaun. So. Hinter jenem Zaun. Düdüm. Gut, das ist doch kein Holz. Was ist das da? Also wenn jemand ganz doll auf Toilette muss. Ich wüsste nicht, dass Scheiße reden könnte. Na, der hat ja auch gar nicht geredet. Das war Len, der gedacht hat, warum muss ich denn ausgerechnet da lang gehen? Achso. Oh. Ew!
Nein, schau mal, auf dem Tower, auf dem Turm, auf dem Brill, auf dem Burm. Chisao! Ach, das macht so viel Sinn. Ich lasse die anderen wissen, dass wir Chisao gefunden haben. Gute Idee. Halt durch, Chisao, ich rette dich. Auch wenn es kein lebendes Wesen ist, sondern nur ein Roboter ist, würde es irgendwo unter Strom stehen, wenn es auf einer Stromleitung steht. Vielleicht ist der Strom ja nicht an. Das wäre unlogisch. Gut, stimmt doch wieder. Der Kondor lässt uns nicht nach oben, clever. Ach, was können wir nur tun? Chisao! Jo! Lan, wo ist Chisao? Dort oben? Chisao! Chisao! Bruder! Großer Bruder, wo bist du? Und wo bin ich? Ah, zu hoch! Ich hab so viel Angst! Sup, sup! Chisao! Was können wir machen, damit die Tiere aufhören, so zu tun? Hilfe! Das war eine Frau. Ich kann nicht sagen, ob ich weiblich oder männlich bin. Der Zeekeeper, der Zeekeeper! Nein, du meinst Zookeeper. Der Zeekeeper, der Zeekeeper! Wurde attackiert? Ich wollte nur sagen, sie ist nicht blond. Nein! Er kontrolliert die Tiere von dem Zoo-Office aus, ja. Kontrolliert sie? Was meinen sie? Die... A summoner has disconnected. Jetzt mach. Die Tiere haben Chips in ihrem Monitor, helf. Sie benutzen die Chips, um Programme zu senden, um sie zu kontrollieren. An Chips? Menschliche Wesen. Das ist doch krank. Er hat sie dort reingeschützt, als wir angefangen haben zu arbeiten. Die meisten von den Angestellten wussten es nicht einmal. Warum erzählt sie uns das eigentlich? Lan, wir müssen den Zookeeper stoppen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wo wir, wie wir Chisao retten können, mon ami. Lan. Okay, ich gehe. Du kannst den Zoo-Network vom Multi-Unit einbetreten in dem im Panda-Gehege. Geh dort durch die Server. Gut. Viel Spaß. Gut, die Tiere sind weg. Das ging schnell. Nicht weg. Hi. Was sind wir Gorillas? Gut. Aber einloggen werden wir uns erst im nächsten Part, Freunde. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Tschüss.